Also wer mal so ein bisschen knifflige Themen recherchiert, kennt das. Ne? Man kann dann immer so eine Kette von Behauptungen zurückverfolgen und stellt dann fest, irgendwo steht es dann in irgendeiner komischen Schwarte, beleglos und naja, völlig unklar. Also Eselsmütze, ich finde ja obergeiles Lemma, aber aufgrund der von mir geschilderten Schwierigkeiten, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man da tatsächlich seriös einen Artikel anlegen kann. Also sich nur auf Onkel Donald berufen, wird wahrscheinlich nicht reichen. Martin, kannst du mal Pavel das Mikro geben, bitte? Echt? Und dort sind zwei Literaturstellen aufgeführt. Zwei Artikel über den Ursprung der Eselsmütze. Wie geil ist das denn? Cool. Ich habe tatsächlich, wir haben gestern Abend noch über das Thema Eselsmütze diskutiert und da haben alle gesagt, ich weiß genau, was das ist. Ich habe das schon mal gesehen. Ich bin mir sicher, das gibt es. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ihr mir eine Abbildung gebt, dann schreibe ich diesen Artikel. Ich sehe, I'm lost. Ja, das Buch habe ich auch zu Hause, ja. Nee, wirklich, das hatte ich dann auch gefunden. Also ich werde den Artikel schreiben, mal gucken, ob es einen Löschantrag gibt oder nicht. So, und die schönste Karte von allen fand ich, da stand der Lemma-Vorschlag, nix ist super. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass da jemand fragen wollte, ob man über nix ist super einen Artikel anlegen kann. Ich schätze mal, das bezog sich darauf, dass er Wikipedia prima findet und da kann ich nur sagen, das finden wir auch prima. Großartig und sozusagen vielen Dank für das Lob. Und die allerspannendste Frage ist natürlich, Relevanzkaraoke, ist das eigentlich relevant? Also wäre der Begriff Relevanzkaraoke, den Jan und ich neulich erfunden haben, wäre der relevant, weil ich hier einen Vortrag gehalten habe, weil ich irgendwie dabei gefilmt werde, weil das auf einem so einem Roll-Up-Display steht und weil es, keine Ahnung, vielleicht irgendein Blogger noch schreibt, Henrietta hat einen Vortrag über Relevanzkaraoke geschrieben. Nee, so leid es mir für mich selbst und Jan tut, nein, das ist nicht relevant, weil das ist ganz klar ein Begriff. Markenrecht. Markenrecht. Ich gleich so ein C-Kringel dran malen. Also diesen Begriff haben wir ganz klar erfunden. Ich meine, ich war dabei, das weiß ich ganz genau. Und auch selbst wenn jetzt irgendwie eine gedruckte Zeitung oder so darüber berichten würde, das ist nicht relevant. Es sei denn, wir schaffen es irgendwann, dass dieser Begriff in ein Wörterbuch aufgenommen wird. Also in ein seriöses Wörterbuch. Dann vielleicht, aber nee, im Moment könnte man darüber keinen Artikel anlegen. Ja, und damit wäre ich am Ende. Ihr merkt, meine Stimme bricht auch langsam immer noch mehr weg. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und falls ihr Fragen habt zu Eselsmützen oder Share-Buttons, dann gern. Bitte? Danke. Ja, herzlichen Dank, Henriette. Ich wollte sagen, dass um 15:45 noch ein Vortrag folgt von South Park, der da genau steht. Und der euch erklären wird, weswegen es vielleicht manchmal ganz gut ist, irrelevant zu sein. Also eine wichtige Ergänzung sozusagen. Geil. Vielleicht das eine noch vorhin zur Unterwissen, das nächste ist, ist ja auch noch das Thema, kann ich die Qualität langfristig aufrechterhalten? Richtig. Also ist es genau möglich, gerade wenn ich jetzt einen kleinen Fußballverein aus einem kleinen Dorf genau habe, auch noch einen Zugang nach der Länder zu haben. Das ist meiner Meinung nach das einzig ordentliche Kriterium für Expedisten wäre. Das zweite ist eher die Frage, wie schafft man es denn jetzt als Wikipedia-Community oder als Wikimedia, dass die Regeln sich nicht immer weiter verschärfen. Weil grundsätzlich ist das Problem, dass in der aktuellen Form, wie diese Regeln entstehen, es immer viel leichter ist, die Regeln hinzuzufügen, als irgendwas wieder wegzunehmen. Zum Beispiel, ich kenne niemanden, der sich nicht darüber aufregt, dass die Firmen noch nicht drin sind. Wie schafft man es jetzt einfach, die blöde Regel wieder rauszunehmen? Ja, das ist eine gute und auch eine sehr berechtigte Frage. Also ich glaube, wir haben es in ein paar Fällen, sozusagen mit Hacking geschafft. Das heißt also, als es hieß, nee, über Straßen kann man keine Artikel schreiben, hat einfach jemand einen richtig geilen Artikel über eine Straße geschrieben und dann war bewiesen, das geht. Ich
schreibt zum Beispiel gern über Wörter, ganz besonders gern über Schimpfwörter. Und da hieß es also in der Wikipedia noch bis vor 3 Jahren ungefähr, nee, Wikipedia ist kein Wörterbuch, du kannst keinen Artikel über, weiß ich nicht, Schmierfink oder Quadratlatschen schreiben. Dann haben halt ein paar Leute einfach vernünftige Artikel darüber geschrieben, so mit Etymologie und ein bisschen Historie, verlässlicher Literatur, Fußnoten, Dingeldangel. Und dann haben alle gesehen, aha, das geht ja doch. Und seitdem ist es kein Problem mehr, solche Artikel anzulegen. Also so richtig, ich meine, du kannst halt nicht verordnen, ihr dürft jetzt keine neuen Regeln mehr machen und sowieso schon gar keine strengeren Regeln. Das wird immer passieren, es werden immer Regeln gemacht werden. Aber ich denke, dass man halt so ein bisschen so, naja, das System so ein bisschen von unten aufrollen kann. Ne? Also dass man versucht, bestimmte Dinge zu zeigen, was weiß ich, meinetwegen dann eben einfach einen coolen Filmartikel 2 Wochen vor Filmstart zu schreiben und zu sagen, hier, geht doch. Ja, man muss es nur vernünftig machen. Aber das ist vielleicht jetzt auch nicht so die Antwort, die dich wirklich glücklich macht. Nur eine bessere Antwort habe ich darauf auch nicht. Wenn ich von unten nicht gehe, dann würde ich von oben machen. Es gibt eine Redaktion, Film und Fernsehen in der Kirche, da hat sich ein paar Fernsehen zusammengeschlossen, die arbeiten wollen. Ich glaube, wenn das Thema wurde natürlich schon x-mal diskutiert. Es gibt ein paar Artikel, die man schon eben zur Produktion des Films und was es ist, zur Werbung im Voraus genug Informationen sammeln kann, dass der Artikel auch so schon überlaufen wird. Aber es ist halt nicht für jeden Artikel, also nicht für jeden. Ja. Ja, also ich denke, also der Film, an den ich gerade denke, da weiß ich zum Beispiel, dass in Amerika mehrere große Zeitschriften, unter anderem Vanity Fair, hatte einen Artikel darüber. Also ich meine, es ist jetzt irgendwie auch nicht so die super-hyper-Qualitätspresse, aber es ist auf jeden Fall von halbwegs vernünftige gedruckte Literatur, also nicht nur irgendein schmieriges Fansein oder sowas. Da könnte man sicherlich was draus machen, aber ich glaube auch, dass vielleicht viele Leute davor zurückschrecken würden, weil du kannst natürlich einen Haufen Arbeit in so einen Artikel reinstecken. Und dann schreibst du den und als erstes gibst dann mal einen Löschantrag von irgendeinem bekannten Löschtroll in der Wikipedia. So, das ist dann natürlich auch ärgerlich. Aber Martin hat schon recht, also wenn, dann wäre das vermutlich mit der Redaktion Film und Fernsehen auszudiskutieren. Ja, mir geht es jetzt gar nicht um die Filme, die sind mir relativ egal. Aber es ist ein gutes Beispiel. Die Frage ist halt, ob es eine Form gibt, die man jetzt vielleicht auch irgendwie aus der, sag mal, aus dem Community-Management findet oder so, wie Regeln nochmal diskutiert werden. Weil natürlich in der Regel, sobald irgendwas als Text da steht, eine gewisse Textglaubigkeit herrscht, klar. Ab dem Moment ist das so. Ja. Auch wenn dann davon wegzukommen, das braucht halt immer erst mal einen Grund, dafür muss man dann vielleicht ein paar Artikel haben. Aber so eine Art Review-Prozess für Regeln hier die zu etablieren. Ja, also du kannst, ich meine, im Prinzip kann das natürlich jeder anstoßen. Ne? Also du könntest sagen, meinetwegen, die Relevanzkriterien für XY sind aus diesem und jenem Grund Schrott oder funktionieren nicht. Nur dann wirst du nicht darum herumkommen, sowas wie zum Beispiel ein Meinungsbild zu machen. Und Meinungsbilder in der Wikipedia gehen eigentlich immer so, ja, die einen finden dies und die anderen finden das aus. Und so richtig, ich sag mal so, den richtig durchschlagenden Erfolg hat das dann auch nicht. Also das Problem ist halt, dass in der Wikipedia alles permanent von allen irgendwie ausgehandelt und verhandelt wird. Deshalb kommst du halt mit so einem Ansatz, so quasi eine Ansage zu machen, ne? Kommst du nicht weiter. Also es funktioniert überhaupt nicht. Du kannst halt nur versuchen, dann ja, die demokratischen oder pseudodemokratischen Mechanismen der Wikipedia möglichst schlau anzuwenden. Also falls dir da mal eine coole Sache einfällt, sag mal Bescheid, weil ich bin da immer sehr interessiert daran, das System zu unterwandern und irgendwelche Sachen zu machen. Ja, also das ist so ein, ist echt so ein Fall von ist eben so. Sorry. Also nochmal vielen Dank und naja gut, wir kennen uns ja eh alle. Wenn ihr Fragen habt, ihr fragt mich ja eh. Das braucht, glaube ich, nicht mehr ansagen. Okay, vielen Dank.